Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Ori and the Will of the Wisps. Beim letzten Mal haben wir eine neue Fähigkeit erlernt, die es uns erlaubt, an diesen blauen Sachen ein bisschen unsere Kräfte zu nutzen. Okay, hier geht's gar nicht weiter, ne? Ich könnte nämlich sowas jetzt machen. Wir haben einen kleinen Wurfhaken. Und der kann uns wahrscheinlich wieder sehr viel weiterhelfen in diesem Dungeon. Was ich jetzt erstmal als erstes machen möchte, ist Sachen ausprobieren, ne? Sowas zum Beispiel. Okay, ich hatte letztes Mal gedacht, wir könnten da raus, aber konnten wir noch nicht. Hier geht es noch nicht runter, weil dieses Rad uns noch den Weg versperrt. Hey, was machst du denn hier oben? Der Brunnenquell taucht nicht zum Anderen. Bei den ganzen Ruhen umgekreist bin ich ganz schummerig. Hätte ich das letzte Mal nicht mein Kompass verloren, wäre ich auch gar nicht hier. Kannst du mir helfen, nicht zu suchen? Ich meine, ich hätte ihn hier aus dieser Tür da vorne verloren. Alles klar, wir suchen deinen Kompass. Da oben? Kümmern wir uns drum. Ich muss nur gucken, wie ich da hochkomme. Aber erstmal können wir wieder diese düstere Boshaftigkeit, oder wie das heißt. Vernichten. Es ist einfach so unglaublich cool, was Ori in diesem Teil jetzt alles kann schon. So, kommen wir irgendwie hier höher von hier aus? Nein. Aber wir sind so unglaublich wieselflink. Okay, hier müssen wir dafür sorgen, dass das Rad sich erstmal wieder dreht. Okay. Was habe ich vor? Wahrscheinlich erstmal von hier oben agieren. Das mache ich, wenn ich hier raus bin, weil sonst muss ich den Weg wieder nach oben klettern. Ah, so schnell werdet ihr mich nicht mehr los. Warte mal. Nein! Jetzt bin ich ganz sauer und gewurscht. Ups. Manchmal muss man aufpassen, was man tut. Also manchmal, Yoshi. Man sollte immer aufpassen, was man tut. Deshalb bin ich auch gestorben, weil, wie man sieht, war das die beste Wahl. Gut. Ich hoffe, ich laufe jetzt richtig. Das ist ja hier gerade. Extrem verwirrend.
Also das ist eine Sackgasse. Dann machen wir jetzt erstmal die. So macht man das. So, was versteckt ihr hier? Warum wollt ihr es mir nicht einfach geben? Ich meine, ich kann ja jetzt einfach so machen. Jetzt wird's aber interessant. Wie kommen wir darüber? Mit ein bisschen kreativen Forschen. Okay. Das ist auch das Ziel für den Wettlauf hier. Oh. Oh, das könnte böse werden. Aber erstmal sind wir froh, das Erz zu haben. Weil jetzt können wir, glaube ich, schon wieder ein bisschen was in unserem neuen Wahl zu Hause oder so tun. Fragment einer Energiezelle, das war gar nicht auf der Karte eingezeichnet. Gut, dass ich da zufällig runtergegangen bin jetzt. Und ein bisschen noch Erz. Das war jetzt ein sehr tiefes, ein tiefer Fall. So. Jetzt können wir wieder überlegen, wie es weitergeht. So, war das einer von seinen Freunden wieder? So, hinter dieser Tür hast du gesagt, hast du was verloren. Ist ein sicher auch ein abgeschlossenes Gebiet, okay? Hi. Das Erkunden des Unbekannten ist gar nicht so einfach, vor allem ohne eine Tasche oben. Wo ist denn eine sehr große Tasche, die du hast? Ob ich sie wohl haben dürfte? Oh, vielen Dank. Hier, ich gebe dir für mal einen Kräuterbeutel. Der Beutel ist alt, aber die Kräuter sind frisch. So frisch. Ein Questgegenstand gefunden, okay. Ein Muck, die hat mir einen Kräuterbeutel gegeben, ja. Du hast hier also, sagst du, irgendwo deinen Kompass verloren. Hör bitte auf damit. Das tut doch Leuten weh. Das ist wahrscheinlich mein Rückweg, ja. Das war bemerkenswert reaktionsschnell von mir, muss ich schon mal sagen. Bin ich von mir gar nicht gewohnt. Bosskampf, okay. Also ein Mini-Bosskampf. Ja. Okay. Vorsichtig, ich habe hier einen großen bösen Hammer, der macht alles kaputt. Insbesondere Leute, die da nicht mit rechnen.
Na, es geht aber nur die andere Seite auch, nicht auch meine. Okay. Meister! Was für ein Labyrinth diese alte Mühle doch ist. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt zu trödeln. Der Weg ist weit. Ich will dein Wissen gelangen und du musst deine Mühle reparieren. Und eine Freundin finden, wenn ich recht höre. Viel Glück, keine Zeit zu verschwenden. Immer unerwartet, an was für Orten man den Meister trifft. Gut, mein Plan sagt aber, hier oben ist auch noch was. Also müssen wir jetzt erstmal hier hoch. Upsala! Ja, mein Freund, du machst hier ganz viel, ganz laut, ne? So, den Weg, den Trick kenne ich ja jetzt schon. So, jetzt wird es hier wieder interessant. Gut, du hörst nicht auf zu swooshen. Einmal die Karte angucken. Das ist wirklich nur... Ich kann es auch nicht wieder umkehren, okay. Spannend. Und hier drin hat der alte Idiot seinen Kompass verloren. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich möchte trotzdem nochmal wieder rauf. Freunde, vielleicht habe ich hier was übersehen. Ich glaub's mal nicht. Ich kann, ich könnte es wieder kippen. Das ist auch die einzige Chance, die ich habe, würde ich sagen. Ich wäre ja nicht wahnsinnig, wenn ich das nicht probieren würde. Als wäre es eine gute Sache, wahnsinnig zu sein. Weiter so, Yoshi. Gut, jetzt geht's hier lang. Komm, 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 komm. So, mit ein bisschen guten Willen klappt das doch alles. Okay, hier komme ich erstmal nicht hoch. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier was machen. Tap und tap.
Gut. Nächster Schalter. Du bist dir sicher, dass du hier deinen Kompass verloren hast. Cool. Mehr Erz. Ich hänge irgendwie noch an der Wand. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Ich will trotzdem mal gucken, ob ich da vielleicht hochkomme. Okay, nein, ich würde sagen nicht. So aber. Bringt mir das was? Nein, aber ich wollte es mal wissen. Wo komme ich jetzt raus im Endeffekt? Das wird das Spannende. Einmal hier hoch, einmal hier lang. Alter, was hast du hier drin zu suchen gehabt? Dass du deinen Kompass hier verlieren konntest. Junge, du schubst mich nicht von der Plattform runter. Da habe ich schon ganz andere besiegt. Ups, ich dachte, ich kann da unten stehen. Mein schwerer Fehler. Warum hast du den genommen, Uri? Da oben, der war doch anvisiert. Okay, mit solchen Stellen muss ich noch lernen, umzugehen. Dass man halt manchmal die Richtung im Sprung ändern muss. Also deinen Kompass habe ich immer noch nicht gefunden, Freund. Ah, da ist er. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Mhm. Das heißt, ich bin hier durch, ne? Cool. Dann, Tok, ich bring dir deinen Kompass zurück. Mein Kompass, du hast ihn gefunden. Ich schulde dir was, Wanderer. Hier, nimm das, Schuldbegleichen. Mehr Erz, immer wieder gerne. So. Wir haben jetzt auch da wieder was in Bewegung gesetzt. Und meine Fähigkeit hat nicht reagiert, obwohl ich gedrückt habe. Mach das bitte an. Dann zieh dich daran halt wieder. Und eher so, nö. Du kannst ja gerne versuchen, gegen mich zu kämpfen, aber hier drunter soll es eine Lebenszelle geben.
Ich meine, Uri ist jetzt halt ein bisschen tot. Soll vorkommen. So, wo ist diese Lebenszelle? Hier drüber knapp. Also erst, wenn sich hier was dreht. Was erst klappen kann, wenn wahrscheinlich das Wasser wieder fließt. Na gut, machen wir uns erstmal auf bis zur nächsten Tür. Hier oben gibt es noch ein bisschen was Erziges. Da könnten wir auch nochmal nachgucken. Gut, ich habe mich jetzt hier gar nicht weiter umgeholt, nachdem ich die besiegt hatte. Autsch. Okay, aber das können wir schaffen. Okay. Das wird lustig. Da ist der nächste. Darüber zu kommen, dürfte gar nicht mal so schwer sein. Aha. Da geht's weiter, ich sehe es genau. Erstmal hier an die Wand. Na klar, da geht's weiter. Hier oben nicht? Ich meine, ich bin schon in einem Gebiet, das nicht auf der Karte ist. Das ist so irre. Ups. Aber ich bin oben bei dem Wettrennen. Freischalten, glaube ich. Den muss ich dann nur noch wieder hin zurück. Genau, der war hier. Komme ich da hin relativ schnell von hier aus? Warte. Hier sind Geistersplitter. Der Ultrawurfhaken. Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Hake dich an Feinden fest. Drücke zum Anlegen. Ich sag mal so, wir haben inzwischen schon sehr viel Gesundheit, das heißt, wir brauchen den nicht mehr unbedingt. Aber wenn ich jetzt noch einen Feinden haken kann. Habe ich doch schon. Wohin gehen wir hier? Hoch hinaus offensichtlich. Eben das dürfte der Eingang zu dieser Sprint-Herausforderung sein. Dann müssen wir es schaffen, da hochzukommen.
Das könnte echt übel werden. So, als erstes Mal heilen wir uns jetzt erstmal wieder ein bisschen. Also, was ist der Plan? Wir müssen hier raus. Möglichst schnell. Dann da drüber. Da hoch. Da hoch. Darüber. Darüber. Ach du meine Güte, das wird ein Wettrennen. Wenigstens sind sie so fair und halten dafür die Dinge an. Okay, ich weiß nicht, was Uri da getan hat gerade, aber es war nicht gut. Warum ist Uri plötzlich so durch die Gegend katapultiert? Okay, erneut versuchen. Ja, ich weiß den Weg. Uri hat nur Scheiße gebaut. Ich sterbe freiwillig. Okay, da habe ich ein bisschen zu langsam reagiert, aber... Okay, Uri will den Winkel nicht so ganz, den ich will. Warum nimmt Uri da immer Schaden? Ich drück's doch rechtzeitig. Uri. Okay, vom Winkel her ist es diesmal ganz gut. Also vom Tempo hier. Die Stelle macht mir zu schaffen. Ich bin noch nicht gut mit diesen Wurfhaken. Aber das ist ja ein gutes Training dafür. Also das hier ist inzwischen eine super Stelle für mich. Da bin ich gut drin. Nur wenn Uri dann plötzlich anfängt zu sagen, ich hänge jetzt in den Stacheln, dann habe ich ein Problem. Ähm,
warum auch immer Ori da jetzt meinte, anders reagieren zu müssen als sonst. Oh, Ori. Ja. Da hake ich mich selber zu meinem Unglück. Ori, stirb doch einfach. Nein, das wollte ich nicht drücken. Und ich bin trotzdem noch in Führung. Dann sieht man schon, wie gut meine Strategie an der Stelle ist. So, ranziehen, runter, runter, Ori. Okay, ihr habt irgendwie einen leichten Sprungvorteil mir gegenüber, kann das sein? Ich habe nämlich noch nicht raus, wie ich da so einfach rüberkomme, wie er. Und zack, zack. Zack, zack, ups, zack, wupp, wow, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber das ist kein Problem, weil ich hier, zack, zack, ein bisschen Zeit rausholen kann, zack, 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 zack. Okay, da habe ich wieder ein bisschen geschlafen. Okay, bin vor ihm da. Puh. Tja, das war gut anstrengend. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen irgendwo lang rennen, damit ich... Ich bin jetzt nicht mehr gewohnt, dass die sich bewegen. Ah! Damit ich nochmal irgendwo einen Speicher kriege. So. Und dann würde ich sagen, das soll es für heute gewesen sein. Und beim nächsten Mal erforschen wir dann weiter hier die Gegend. Und gucken, dass wir bis hier oben kommen. Und bis dahin viel Spaß bei was auch immer ihr noch so tut. Und wir sehen uns. Ciao.